Hallo und herzlich willkommen bei Weinverstehen leicht gemacht, dem Podcast für alle, die gerne mehr über Wein erfahren möchten. Mein Name ist Florian Bold, ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, dich heute zur bereits 19. Folge von Weinverstehen leicht gemacht begrüßen zu dürfen. Ja, diese Folge ist mal wieder ein Interview und zwar stellt es den Abschluss von Sherry und damit auch den Abschluss aller speziellen Weinstile dar und somit auch die letzte Folge im Jahr 2019. Als Interviewpartner konnte ich Michael Rechtenwald gewinnen. Michael Rechtenwald ist seines Zeichens Sherry-Botschafter. Er betreibt einen Sherry-Shop, online natürlich, sherryshop.eu. Und er wohnt auf Langerog. Das ist ja so ziemlich das andere Ende von Deutschland, aber das Internet macht's möglich. Wir haben das Interview wieder über Skype geführt. Leider Gottes ist die Tonqualität nicht allzu gut. Da hoffe ich schon mal auf euer Verständnis und bitte um Entschuldigung. Und wir sprechen wie üblich erstmal über ihn, wie er zu Wein gekommen ist, wie er vor allem in diesem Fall zu Sherry gekommen ist. Und dann werden wir uns der Region Jerez widmen, besprechen dann die einzelnen Stile von Sherry. Die ist ja relativ groß, die Vielfalt unter den Sherry-Weinen. Und zum Abschluss, wie üblich, eine Verkostung von zwei Sherrys, die Herr Rechtenwald mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Da handelt es sich einmal um eine Manzanilla, also eine besondere Form des trockenen Fino-Sherrys. Und dann die oxidierte Variante, einen Oloroso, 15 Jahre alt, auch aus der Jerez-Region, aber eben oxidativ ausgebaut. Herr Rechtenwald hat uns auch eine Buchempfehlung genannt, und zwar nennt sich das Buch Sherry, Manzanilla and Motilla bei Peter Liam. Das Buch ist in Englisch. In der Weinwelt ist es leider so, dass viele Bücher, Fachliteratur auf Englisch gehalten ist, gerade in spezielleren Regionen oder in Ländern, wo jetzt zum Beispiel Spanisch oder Portugiesisch gesprochen wird. Dort ist es relativ üblich, dass dann die Fachbücher in Englisch erschienen sind. Auch dieses, den entsprechenden Amazon Affiliate Link findet ihr wie immer in den Shownotes und auch in der Kapitel-URL. Das müsste ich mal gerade selber ausprobieren, wo die zum Finden ist. Vielleicht ist es auch dann in den Shownotes hinterlegt. Auf jeden Fall dürfte dort irgendwo auch der Amazon Affiliate Link zu finden sein. Seid mal nicht schockiert, wenn ihr auf den Link klickt, dann kommt ihr bei Amazon raus und dort wird das Buch neu für sage und schreibe 710 Euro verkauft. Das ist natürlich eine ganze Stange Geld. Ich habe, glaube ich, für ein Weinbuch selber noch nie so viel ausgegeben. Das Buch gibt es aber auch gebraucht ab circa 170 Euro und ist immer noch natürlich eine Riesenstange Geld. Ich habe, muss gestehen, auch einmal ein Antiquariat eines Fachbuches für Wein mir zugelegt. Das stelle ich euch dann in der nächsten Folge vor. Dort habe ich mal ähnlich tief in die Tasche gegriffen. Ich habe es jetzt trotzdem mit reingenommen, auch wenn für die meisten das vermutlich nicht dafür steht, 170 Euro für ein Buch auszugeben. Aber vielleicht ist der ein oder andere ganz tief interessiert an dem Thema und dann finde ich es auch immer schön, wenn man an so ein Standardwerk im Hause hat. Und bevor wir jetzt mit dem Interview beginnen, möchte ich euch noch zu einem weiteren Preisausschreiben einladen. Es ist ja kurz vor Weihnachten und ich dachte mir, es ist wieder Zeit für Geschenke und beim letzten Mal war das Interesse an dem kleinen Gewinnspiel ja sehr groß, deswegen zum Jahresausklang, zu Weihnachten nochmal eine Hörerfrage, ein Hörerquiz und wer die Antwort glaubt zu wissen, schreibt mir die Antwort am besten per E-Mail oder Facebook Messenger. Auf jeden Fall auf irgendeinem Weg, wo die anderen die Antwort dann nicht mitbekommen. Und zwar die Frage für diese Episode ist, welcher französische Wein ist
dem Sherry sehr, sehr ähnlich. Schreibt mir die Antwort am besten bis zur übernächsten Folge. Die wird dann am 1. Februar erscheinen. Dort werde ich dann auch den Gewinner des dieses Quizzes dann bekannt geben. Und wie üblich gibt es dann den Geschenkekorb, gefüllt mit den Karaffenreiniger und einer Grundausstattung meiner Verkostungsnotizen, des Tischsets, meiner Bierdeckel und so weiter und so fort. Und noch eine kleine Überraschung. Also lasst mich wissen, welcher französische Wein geschmacklich dem Sherry am nächsten kommt. Und ich, der Gewinner, falls mehrere richtige Antworten da sind, wird dann von mir ausgelost und am 1.2. wie gesagt bekannt gegeben. So, das war's jetzt mit dem Vorgeplänkel. Wir starten mit dem Interview mit Michael Rechtenwald zu Sherry. Viel Spaß! Hallo, ich bin Michael Rechtenwald. Ich bin Deutschlands erster Sherry-Botschafter, bin zertifizierter Sherry-Educator. Hauptberuflich bin ich eigentlich Küchenmeister, habe ein Restaurant, Hotel, Bäckerei, Konditorei hier auf der Nordseeinsel Langeoog. Und meine große Leidenschaft und mein Hobby ist halt neben deutschem Riesling Sherry. Ah, okay. Habe ich vor 10 Jahren ungefähr angefangen, den Sherry selbst zu importieren und habe dann so einen kleinen Sherry-Shop gegründet, so einen Internet-Shop, den sherryshop.eu, wo ich ungefähr 120 Sorten Sherry, Brandy und Essig, Sherry-Essig an. Okay, ja, da bin ich in der Vorbereitung auch drüber gestolpert, dass es eben auch Sherry-Essig geben soll. Da können wir vielleicht nochmal am Schluss nochmal drauf eingehen. Und wie sind Sie generell zum Sherry gekommen? War das irgendwie ein Besuch mal vor Ort oder ein Freund oder wie kommt es? Wie ich zum Sherry gekommen bin, das ist wirklich völlig abenteuerlich. Die Jungfrau zum Kind, kann man eigentlich sagen. Bin ja in Ostfriesland aufgewachsen, aber seltsamerweise in einem Haushalt, wo immer Wein getrunken wurde. Habe dann eine Zeit lang in Ostwestfalen gelebt und wollte auch immer Wein trinken. Und das war zu der Zeit genau in Ostwestfalen wie in Ostfriesland. Es gab keinen vernünftigen Wein. Ne? Es gab Weiß und Rot und beides war schrecklich. Okay. Und ja, eigentlich zeichnen sich die Ostfriesen oder Nordfriesen ja eigentlich aus Teetrinker aus. Ja, soweit ich weiß, zumindest meine Schublade. Teetrinker bin ich natürlich auch. Ja. Aber, also ich habe dann mal in Bielefeld meinen Zivildienst gemacht und zu der Zeit gab es dort eine Spanierin, die mit ihrem Mann spanische Weine importiert hat, so Anfang der 80er Jahre. Die Firma gibt es heute noch und der Peter Hilgert, mit dem bin ich nach wie vor befreundet, ist ein großer, wirklich großer, profunder Kenner spanischer Weine und Sherrys und der hat mich mit, keine Ahnung, 21 oder sowas zum Sherry gebracht, ganz, ganz komisch. Also in Bielefeld tatsächlich, ja, die Stadt, die es nicht gibt, wie man immer so schön sagt. Mhm. Und seitdem habe ich mich dann einfach mit Sherry immer intensiver beschäftigt, bin dann natürlich auch mal hingefahren und so weiter und habe das dann peu à peu einfach in unseren Restaurantbetrieb und ins Hotel mit eingebaut. Ne? Und der große Durchbruch kam dann eigentlich mit dem Gewinn des ersten deutschen Sherry-Botschafter-Titels. Das war so ein Sommelier-Wettbewerb. Ah, okay. Und wie bereitet man sich darauf vor? Also, oder besser gesagt, wie wird man so ein Experte dann, weil die Konkurrenz wird ja nicht gering gewesen sein, oder? Die war schon ganz ordentlich, aber ja, das war tatsächlich, weil ich mich einfach immer, ich habe mich da gar nicht wahnsinnig groß vorbereitet drauf, ich habe mich einfach da schon zu dem Zeitpunkt schon über 20 Jahre lang mit Sherry beschäftigt, ne? Und es ist halt ein Nischenprodukt und auch für die Top-Sommeliers der Republik ist das ja immer nur so ein Produkt in der Regel am Rande, ne? Ja, das stimmt. Die wussten sicher damals in allen Bereichen des Weins deutlich mehr als ich, nur eben anscheinend nicht beim Sherry. Ne? So, ja, gut. Ne? Und die 120 Sherrys jetzt in Ihrem Shop, das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz gute Auswahl. Kann man denn sagen, wie viele Sherrys generell so hergestellt werden? Wie viele produziert werden? Sorten, verschiedene Sorten. Ja. Boah, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich sind es schon mehrere, 250 oder sowas, keine Ahnung. Okay. Ich habe natürlich noch etliche Bodegas nicht im Programm und jede Bodega hat natürlich in den verschiedenen Stilrichtungen, auf die wir ja vielleicht gleich noch kommen, etliche ist und in der Regel ja auch noch in verschiedenen Altersstufen, nicht? Also
10 verschiedene Sherrys, für, auch selbst für eine Familienbodega, ist ja nicht ungewöhnlich. Ne? Jetzt muss ich gestehen, ich selber war ja noch auf keiner Nordseeinsel, obwohl ich eine Zeit lang mal in Bremen gewohnt habe, aber hat es mich da nicht hin verschlagen. Deswegen, der Shop ist dann eher ein Internetshop, weil ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie viel Laufkundschaft auf so einer Insel unterwegs ist. Viele Touristen werden natürlich übers Jahr kommen. Also wir haben natürlich den großen Internetshop, wo eine ganze Menge geht, vor allem jetzt natürlich vor Weihnachten, ist klar. Ja. Aber haben wir natürlich alle nasenlang immer wieder verschiedene Sherrys offen im Restaurant und weisen natürlich auch immer darauf hin, dass die Leute das mitnehmen können. In unserem wechselnden Tagesmenü gibt es jedes Mal entweder ein Dessert oder Käse oder einen Dessert-Sherry zur Wahl, nach einem anderen. Und so haben wir da natürlich über das Laufpublikum auch eine Menge Kunden. Ne? So, okay. Das ist im Restaurant integriert, das ist nicht wirklich ein Laden, ne? Ja, jetzt sind wir eigentlich da schon bei dem Thema Essensbegleitung, weil ehrlich gesagt, ich selber durch meine Spanienurlaube Sherry eigentlich in den meisten Fällen als Aperitif kennengelernt habe, vorneweg meistens mit ein Schälchen Erdnüssen serviert. Das sind halt dann die Finos gewesen in den meisten Fällen. Eignet sich Sherry für andere Gänge auch noch? Also ist die stilistische Bandbreite groß genug, dass man auch mehrere Gänge abdecken kann wie nur Aperitif? Also ich würde sogar sagen, dass der Sherry seine wahre Stärke eigentlich spielt im Bereich der Speisenbegleitung. Mhm. Also wir haben es selbst gesagt, na klar, Aperitif mit ein paar Erdnüssen oder Oliven oder ein bisschen Queso Manchego oder sowas. Ja, das genau. Kann man natürlich auch eben mit norddeutschen Produkten machen, indem man schön friesischen Schafskäse dazu gibt, ein bisschen eingelegte Gemüse oder sowas oder auch eben Matjes natürlich, also ich glaube, meiner Meinung nach ist Manzanilla, das ist ja auch ein sehr trockener, heller Sherry, der einzige Wein, den man zu Matjes trinken kann, weil er eben auch diese Salzigkeit hat. Mhm. Ich das durchs ganze Menü durchziehen, also zum Beispiel eine, Sie kennen vielleicht, natürlich kennen Sie Miss Sophie vom Dinner for One, trinkt Sherry zur Suppe, ja. Sie ist eine Maligatoni, also eine etwas feurige, kräftige Curry, Ingwer, Chili-lastige. Eine Currysuppe und dazu gibt es einen Amontillado. Das ist eine der besten Speisen-Getränke-Kombinationen, die ich kenne. Ne? Mhm, super. Ja. Winter immer mit einer feurigen Kürbissuppe, zum Beispiel die, wo es einen Amontillado zu gibt. Gereifte Olorosos eignen sich ganz wunderbar als Speisenbegleiter zu Schmorgerichten. Nicht, wenn man so einen Rinderbraten oder eine Lammschulter oder sowas so über Stunden lang vor sich hinköchelt, hinschmort, dass die Soße ganz reduziert ist. Und dann natürlich die im Dessertbereich, angefangen von Cream über Moscatel bis hin natürlich zu der barocken Süße eines Pedro Jiménez, ist alles offen. Ne? Ja, jetzt sind wir eigentlich schon bei den Sherry-Stilen angekommen. Ja. Ich würde sagen, vielleicht fangen wir trotzdem mal mit der Region an sich selber an. In meinem letzten Podcast hatte ich ja eine Einführung kurz gegeben. Ja, die Sherry-Region an sich besteht ja hauptsächlich aus dem sogenannten Dreieck, wo Jerez die Hauptstadt ist. Ja, wie lässt sich denn die Gegend an sich beschreiben am besten? Was die auszeichnet, warum gerade dort eben Sherry dann auch produziert werden kann? Ja, also das ist das sogenannte Sherry-Dreieck, gebildet aus den drei Städten Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa Maria und Sanlúcar de Barrameda. Mhm. Sherry ist ein Getränk, oder in dieser Region wird seit über 3000 Jahren nachweislich durchgängig Wein angebaut. Mhm. Zwei entscheidende Faktoren haben eigentlich dazu geführt, dass Sherry heute so ist, wie er ist. Das eine ist natürlich die Landschaft, der Boden, der helle Albarissa-Boden ist ein sehr, sehr, sehr kalkhaltiger Boden, der diese Mineralität in den Weinen hervorruft. Früher war da mal ein Meer, das ist halt eben tatsächlich getrocknetes Wasser, wenn man so will, und Kalk und sowas. Ne? Der ist richtig weiß, der leuchtet richtig in der Sonne, dieser Boden. Und dann ist es eben so, dass dieses Gebiet früher halt strategisch äußerst günstig lag. Es ist die Bucht von Cadiz, wo früher immer schon Schiffe windgeschützt gut ankern konnten. Es gibt zwei Flüsse, die ins Inland fuhren, die aus dem Inland gießen natürlich, ne? Den Guadalquivir und den Guadalete. Also extrem gut für seefahrende Völker, die Spanier ja immer waren, und extrem gut für halt weite Seereisen, weil es schon sehr südlich und sehr westlich gelegen ist. Und die Schiffe, so von Kolumbus zum Beispiel, der ist aus El Puerto de Santa Maria zum Beispiel abgesegelt, aber die ganzen anderen großen Entdecker auch, die mussten sich ja immer verproviantieren. Und
Was man nicht mitnehmen konnte auf den Schiffen, war Wasser, weil Wasser verdarb nach wenigen Tagen und die Seeleute wurden krank. Also nahm man Wein. So sind diese, haben die Handelshäuser, vor allem in San Lucar und in El Puerto, halt eben sich auf Weinhandel für Schiffe spezialisiert. Mhm. Und durch die Besetzung, die jahrhundertelange Besetzung von Südspanien durch die Araber, waren das die ersten Europäer, die destillieren konnten, die Schnaps brennen konnten. Ah, okay. Mhm. Alkohol ist ein arabisches Wort, ja. Das wusste ich auch nicht. Ja. Die Araber brachten halt die Kunst des Destillierens, vor allem für medizinische Zwecke natürlich, weil Alkohol ja nicht trinken, die Moslems, mit nach Spanien. Und so sind die Jungs dann irgendwann in San Lucar und in El Puerto und in der Gegend auf die Idee gekommen, den Wein mit Schnaps zu versetzen, um ihn für die Seereisen stabiler und haltbarer zu machen. Mhm. Weil so also ganz genau wusste man ja nicht, wie Wein eigentlich passiert. Das war ja ein göttliches Geschenk, nicht Pasteur hatte. Gab es ja zu der Zeit noch nicht. Und andere Regionen haben dann irgendwann relativ schnell nachgezogen. Das war sehr verbreitet, Wein mit Schnaps zu versetzen zu dieser Zeit. Es sind eigentlich nur drei Getränke übergeblieben. Das ist Madeira, das ist Portwein, das ist Sherry. Mhm. Mhm, genau. Das sind unterschiedliche Getränke, aber der Ursprungsgrund, weshalb man sie mit Schnaps versetzt hat, war tatsächlich einfach, sie haltbar zu machen. Auch haltbar. Und Sherry ist ja immer noch ein Wein, der grundsätzlich mit etwas Schnaps versetzt ist. Mhm. Und das gepaart eben mit dieser besonderen Landschaft, dieser weißen, diesen weißen Hügeln, es ist so eine sanft hügelige Landschaft, führt, wenn man so will, am Ende zu dem Sherry heute. Ne? Und was Sherry von den zwei anderen, die ich im Podcast ja davor schon bearbeitet hatte, zu Portwein gab es ja insgesamt 5 Sendungen, zu Madeira dann eine mit einem Interview mit der Rubina, die ja auf Madeira lebt. Was aber Sherry unterscheidet zu den anderen, ist eben seine besondere Herstellungsmethodik in dem Solera-System und die das Prinzip der Florhefe, ne? Das ist ja das, was ihm die Sonderstellung auch aromatisch einräumt. Ja, also einmal natürlich, dass beim Sherry nur 3 Rebsorten zugelassen sind. Im Portwein sind es ja viel mehr. Mhm. Dann Sherry sind selbst die ganz dunklen Pedro Ximénez sind immer Weißweine. Mhm. Ja, es gibt halt nur die 3 zugelassenen Rebsorten Palomino Fino, Moscatel und Pedro Ximénez. 95% macht Palomino aus. Und es ist halt so, dass es gibt in dem, historisch gab es in Südspanien, also im Sherry-Dreieck, 2, sag ich jetzt mal, Gilden. Es gab die Gilde der Schipper, das sind die Menschen, die mit dem Wein gehandelt haben. Und es gab die Gilde der Winzer. Mhm. Und natürlich, wie überall heute noch in Europa, war es natürlich verboten, Qualitätsweine verschiedenster Jahrgänge zu mischen. Mhm. Ich kürze das jetzt mal ab, weil es einfach sonst viel zu lange dauert. Es gab dann irgendwann einen Prozess, ich glaube 1755 oder sowas, bin ziemlich sicher 1755, da haben die Schipper dann durchgesetzt, dass man Weine verschiedenster Jahrgänge mischen darf. Mhm. Das hat eben zu diesem einzigartigen Ausbau geführt, dem sogenannten Criadera-Solera-System. Mhm. Wer es auch erfunden hat, ist völlig unklar. Sicher ist nur, dass jede Bodega es um Ende des 18. Jahrhunderts, also so ab 1790, hatte. Ja, nicht ausschließlich, okay. Aber auch. Ganz vereinfacht gesagt ist das, sind das mehrere Fässer übereinander. Fassen ein, sind wirklich viel kompliziert, aber wir vereinfachen es hier jetzt mal. Ja. Untersten Fass nehmen Sie was raus. Das ist jetzt unser fertiger Sherry. Aus dem Fass darüber nehmen Sie etwas raus und füllen es unten wieder rein. Aus dem Fass darüber raus und unten wieder rein und so weiter. So hat man ein dynamisches System. Die Fässer sind nicht ganz voll und immer schon in der Regel mit etwas Schnaps versetzt. Die jahrhundertelange Tradition des Aufschmiedens der Weine hat dazu geführt, dass in dieser Gegend eine besondere Hefe sozusagen endemisch wurde, die sich auf den Verzehr, muss man ja im Prinzip sagen, sie verstoffwechseln das ja, der aufgespriteten Weine spezialisiert hat, nämlich diese sogenannte Florhefe. Florhefe benötigt. Es war quasi eine natürliche Selektion, die sich halt im Ausleseprozess an das spezielle Milieu gewöhnt hat und dann die Florhefe, also ich nenne die ja immer Feinschmeckerhefe, die unterscheidet sich von anderen Hefen eben dadurch, dass sie erstens Sauerstoff braucht zum Stoffwechseln und dass sie eben neben dem bisschen Restzucker, was vielleicht noch im Wein ist, in erster Linie sich von Alkohol ernährt. Mhm. Von Weinsäure und so weiter. Das klingt für manchen jetzt relativ fantastisch oder paradiesisch. Ja, ich sage ja immer, die Feinschmecker-Hefen.
Und in diesen Fassreihen war es oft so, dass die Fässer nicht ganz voll waren. Mhm. Ja, mit diesen hygienischen Bedingungen auch nicht so penibel wie heute. Wie gesagt, man wusste ja auch nicht so ganz genau, was man da macht. Und das hat eben dazu geführt, dass sich oben auf den nicht ganz vollen Fässern in den Fassreihen so eine Schicht gebildet hat von unserer wenn Sie schon mal im Flugzeug waren und haben von oben auf eine Wolkendecke geguckt, so ungefähr sieht so ein Fass aus, wenn Sie da reingucken. Es ist so ein weißer Belag, so ein bisschen, sieht fast aus wie Schimmelpilz, ein bisschen flauschig das Ganze. Und die Florhefe lebt halt vom Alkohol, deshalb wird auch regelmäßig umgefüllt und immer wieder ein bisschen Alkohol nachgegeben, damit die Florhefe wieder frische Nahrung kriegt und verstoffwechselt diesen und macht, produziert ein Produkt, das heißt, das vergessen wir danach ganz schnell wieder, das heißt Acetaldehyd. Also das ist die Flornote, das ist dieser besondere Geschmack, der einfach in diesen trockenen, herrlichen, frischen Sherrys drin ist. Und für diese sogenannte Sherry-Note sorgt. Und das ist auch der Grund, weil der Sauerstoff verstoffwechselt wird, dass das Spundloch eben offen ist, ne? dass dort auch Sauerstoff reinströmen kann noch. Genau, das Spundloch ist immer offen und die Fässer sind in der Regel zu 4/5 gefüllt. Das heißt, in der Regel sind 600 Liter Fässer aus amerikanischer Eiche. Mhm. Schwarz angestrichen, weil Florhefe mag kein Licht und eben oben mit Sauerstoff, mit 100 Liter Wein gefüllt. Ne? Jetzt, was mich jetzt überrascht hat, war der Fakt, dass das Solera-Prinzip ja jetzt, sagen wir mal, über den Daumen ein bisschen älter wie 200 Jahre ist. Das heißt für mich ja, dass Sherry davor eigentlich ganz ein anderer Wein gewesen sein muss, wie wir ihn heute kennen. Ja, da geht man fest von aus. Also man geht, es gibt ja keine deutschen Fachbücher, aber in den Big Book of Sherry Wines vom Consejo Regulador steht Sweet Wines Heavy Fortified. Da geht man so Süßweine stark aufgesplittet. Ja, da geht man einfach mal aus. Man hat einfach das Zeug irgendwie gären lassen. Damals waren es auch zum Teil Rotweine. Und einfach irgendwann, ähnlich wie beim Port, einfach schon aufs zugeschüttet und dann verschärbt. Okay. Auch gelagert oder sowas. Die Tradition des Solera-Ausbaus ist erst ab 1755, also ich bin mir ziemlich sicher 1755, ich habe das Buch jetzt nicht vor der Nase. Ja. Weil vorher durften sie auch die Weine nicht mischen. Das waren verschiedene historische Umstände, die dazu geführt haben. Okay. Wenn jetzt quasi oben in der obersten Schiene immer nachgefüllt wird und unten rausgenommen wird, spricht er eben dafür, dass man zum einen ja einen jahrgangslosen Wein damit erzeugt. 99% sind jahrgangslos. Es gibt jahrgangslos, also genau. Vom Prinzip her, sage ich mal, ist der Hintergedanke ja vielleicht durchaus vergleichbar mit dem in der Champagne, dass man mit Reserveweinen über Jahre hinweg einen gewissen Hausstil vielleicht generieren kann. Aber erstes Ziel wird wahrscheinlich sein, auch eine beständige Qualität und Geschmacksgleichheit über Jahre hinweg vielleicht erzeugen möchte. Wie lange ist denn so eine Solera im Einsatz? Wird die mal abgebaut oder neu gestartet oder wie muss man sich das vorstellen? Also wir reden jetzt ja hier mal von absoluten Qualitätssoleras, die werden eigentlich nie neu gemacht. Die bleiben immer drin. Natürlich gibt es einen großen Handel mit gebrauchten Sherryfässern für Whisky. Whisky, genau. Ganz bekannt. Aber da wird manchmal nur so ein einzelnes Fass rausgenommen. Eigentlich betrachten die richtig guten Bodegas ihre Solera als sozusagen als ein lebendiges Objekt. Ja. Also Sie sehen auch fast in jeder Bodega, sehen Sie irgendwo einen Küfer, wenn irgendwo ein Fass kaputt ist, dann wird es rausgenommen, dann wird es repariert, dann wird es wieder eingebaut, all solche Dinge. Weil das ganze Mikroklima, also wenn wir heute über Terroir sprechen, dann findet Terroir in einem sehr entscheidenden Maße beim Sherry in den Bodegas statt, ja. Und das sucht man natürlich, weil das Mikroklima ja in den Fässern ist, in den Wänden, in überall, in der Luft, ne, diese Florhefe. Im Prinzip unterscheiden sie sich von Bodega zu Bodega auch so ein bisschen die Florhefen. Natürlich mittlerweile auch Reinzucht-Florhefen, völlig klar. Also das ist immer unterschiedlich, welchen Stil das Haus hat, aber das gibt es natürlich auch. Also es gibt ein ganz witziges Beispiel, zum Beispiel bei Emilio Hidalgo, der liegt in der Altstadt von Jerez, ja. Und der sagt, seit da ein paar Neubauten gekommen sind und so weiter, kriegt er nicht mehr so viel Luft. Die Florhefen brauchen halt Luft. Ich komme vielleicht gleich nochmal auf die Architektur der Bodegas. Und der hat sein ganzes Patio, da stehen gefühlt tausende Gummibäume und Yucca-Palmen und so. Weil er sagt, die Pflanzen produzieren halt einfach Sauerstoff und ich brauche den Sauerstoff für meine Florhefe, damit sie besser. Ja, also solche, deshalb, er sagte, das war auch derjenige, der sagte, our terroir is the bodega, are the barrels. Okay. Also die Bodegas sind ganz speziell natürlich darauf ausgebaut,
Es sind große, große Lagerhäuser, die sehr hoch sind. Dadurch steigt die Wärme nach oben. Hin und wieder werden die Fußböden gegossen. Durch die Verdunstung entsteht auch nochmal Kühle, weil es natürlich sehr warm ist in Andalusien und Torrehefe das nicht so ganz heiß mag. Mhm. Dann sind die alle oberirdisch, es gibt also keine Weinkeller. Es sind riesige Fenster drin, die alle offen sind. Die sind nur mit so Bastmatten verhangen, damit der Wind da durchpfeifen kann. Die sind alle Richtung Atlantik gebaut, damit eben der Wind durchpfeifen kann und ordentlich Stickstoff reinbringt für meine Florhefe. Abkühlung, schätze ich mal, ne? Weil die Meerwinde wahrscheinlich kühler sind wie der aufgeheizte Boden. Ja, ne? Kühl und Sauerstoff, beides eben, sagen die. Und eben die Fässer sind schwarz gestrichen, weil Flor kein Licht mag, diese Fenster auch verhängt. Ne? Und wenn Sie durch so eine Bodega gehen, riesige dicke Mauern, abgesehen davon, dass da heute eine Glühbirne leuchtet und früher wahrscheinlich eine Petroleumfunzel, hat sich da nichts überhaupt geändert. Ne? Aha. Und Florhefe ist halt wirklich stark abhängig von Sauerstoff und von Temperatur, was dazu führt zum Beispiel, dass in Sanlúcar, das ist im Norden am Guadalquivir, direkt an der Mündung gelegen, die Florhefe am stärksten wächst. Ja? Mhm. Viel stärker als in Jerez, auch 12 Monate im Jahr. Okay. In Jerez und in El Puerto so ein bisschen. Ja, also in Jerez und in El Puerto kannst du in den Sommermonaten, wenn es zu warm ist, oder in den Wintermonaten, wenn es zu kalt ist, auch schon mal sein, dass die Florhefe quasi nicht mehr weiter wächst. Ne? Das heißt, allein schon jetzt durch den Standort der Bodega ergibt sich schon ein stilistischer großer Unterschied, was am Schluss dann für einen Wein rauskommt. Ja, absolut. Also die Flornote ist in Sanlúcar, wo die sogenannte Manzanilla hergestellt wird, am allerstärksten. Mhm. Es spielt aber überhaupt keine Rolle, ob die Reben rund um Jerez stehen. Wenn eine Bodega, weil sie da einen Partner hat oder ein bisschen Land hat, die dort die Trauben erntet und dann in Sanlúcar ausbaut, wird es eine Manzanilla. Die auf Jerez ausgebaut ist dann ein Fino, wenn man bei den hellen, trockenen Sherrys sind. Da ist das Terroir wirklich dann wieder ganz entscheidend, die Bodega. Ne? Und die Weine, man schmeckt den Unterschied deutlich. Okay, das heißt, man kann den Unterschied zwischen einer Manzanilla und einem Fino tatsächlich dann auch erschmecken. Sagen wir mal zu 90%. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, ne? Und dieser Übergang ist natürlich auch fließend, ne? Also das ist auch klar, aber es ist schon erkennbar. Und okay. Auch in den Amontillados oder merkt man eigentlich dass die Amontillados aus Sanlúcar anders sind als die aus Jerez. Okay, dann gehen wir es vielleicht gerade mal durch. Fino ist der bekannteste und der trockenste Wein, der auch, sage ich mal, am extremsten diesen Aldehydton, diese Florhefengeschmack dann liefert. Ich sage jetzt mal zumindest mengenmäßig wahrscheinlich, sein kleiner Bruder ist dann die Manzanilla. Und wir unterscheiden ja grundsätzlich hier zwischen den reduktiven Ausbau, quasi mit einer geschlossenen Florhefedecke im Holzfass, sodass der Wein eben keinen Sauerstoffkontakt hat, so nötig die Florhefe den Sauerstoff hat, sorgt sie aber auf der anderen Seite eben auch dafür, dass der Wein im Prinzip keinen Kontakt zu dem Sauerstoff im Fass bekommt. Deswegen spricht man bei denen dann eben vom reduktiven Ausbau. Eigentlich spricht man vom biologischen Ausbau. Das ist der Ausdruck, was jetzt also nichts mit Bio zu tun hat, sondern tatsächlich man nennt das den biologischen Ausbau. Okay, das ist schon mal eine Spezialität, sage ich mal. Aber im Grunde ist es das, was gemeint ist, oder? Dass der Wein keinen Sauerstoff bekommt. Und dann gibt es den Fall, dass eben die Florhefe nicht eine geschlossene Decke bildet, sondern wolkig bleibt und somit Stiele entstehen, wo zumindest ein teilweiser Sauerstoffkontakt möglich ist. Ja. Und somit eine Oxidation eintritt. Jetzt sprechen die dann dort auch von oxidativem Ausbau oder haben sie dafür auch ein spezielles Wort? Tatsächlich vom oxidativen Ausbau. Ja. Und der Amontillado ist dann quasi, soweit ich es im Kopf habe, so gewissermaßen ein Zwischenstück zwischen Oloroso und Fino. Ja, also der Übergang kann auch hier wieder fließend sein. Also es ist... beim Fino ist es verboten, aber bei Manzanilla heißt es dann zum Beispiel Manzanilla Passada. Früher hieß es auch Fino Passado, aber das ist diesen Ausdruck, das dürft ihr heute nicht mehr benutzen. Das heißt also, wenn dieses Soleras, die Florhefe ist endlich, sie hat ungefähr ein Wachstum von 10 Jahren. Es gibt durchaus Finos oder Manzanillas, wo man diese eben etwas länger noch im Fass lässt und dann wird die langsam brüchig und fängt an zu oxidieren. Dann werden die hellbraun, diese Weine. Das heißt dann eben in Sanlúcar heißt das Manzanilla Passada
und in Jerez und in El Puerto benutzen Bodegas, wenn sie so einen Stil machen, in der Regel so ein paar Fantasieausdrücke, um das irgendwie dem Kunden klar zu machen. Also Fino Antique sage ich jetzt zum Beispiel nur von einer Bodega de Castilla. Das sind aber ganz kleine Nischenprodukte. Üblicherweise wird dann tatsächlich in der Regel nach 6-7 Jahren Florausbau, wenn man das dann einen Amontillado dann machen möchte, wird etwas mehr Schnaps zugegeben. Also Pinos und Manzanillas haben in der Regel bis auf ein ganz paar Ausnahmen exakt 15%. Und dann baue ich diese Weine so in diesem Solera-System aus, sagen wir mal 5-6 Jahre. Und dann gebe ich etwas mehr Schnaps zu in meine Fässer. Und ich sage immer, wie bei jedem Alkoholiker, irgendwann ist da mal Schluss. Bei 17% Alkohol sterben meine Florhefen ab. Und Weine bekommen natürlich, dadurch, dass die Fässer nur zu 5/6 gefüllt sind, Sauerstoffkontakt und beginnen zu oxidieren. Und diese machen dann Amontillados. Übrigens benannt nach der Stadt und dem Weinbaugebiet Montilla, was ein Stück weg liegt, weil die haben es eigentlich erfunden. Und in Jerez und war das dann quasi auch ein Zufallsfund? Weil wenn ich mir die Karte jetzt anschaue, ist Montilla ja relativ weit im Hinterland. Und wie wir gerade gesagt haben, je näher am Meer, desto besser wächst die Florhefe. War es einfach so, dass Montilla die Rahmenbedingungen gar nicht so da war, dass man so eine geschlossene Florhefeschicht reproduzierbar und verlässlich bekommen hat, wie weiter unten an der Küste? Ja. Mag vielleicht sein. Also in Montilla war traditionell jahrhundertelang Lieferant des Sherry-Gebiet und die haben das dann weiter verscherbelt. Okay. Erst mit der Gründung der DO Jerez und San Luca 1933 durften sie dann nicht mehr liefern. Da hat man die Grenzen dann eng abgesteckt. Ne? Aber die Tradition des Weinausbaus ist, abgesehen davon, dass man da andere Hauptrebsorte hat, nämlich Pedro Ximénez, auch trocken, war da genauso, auch unter Flor. Vermutlich wird die Flordecke auch, vor allem in den Sommermonaten, weil es ja viel heißer ist, sehr brüchig gewesen sein. Mhm. Und vielleicht war es ein Zufallsprodukt, das weiß ich aber gar nicht ganz genau. Ne? Nur eben die haben halt diese nach einiger Zeit des Florausbaus die höhere Aufsplitterung erfunden. Und deshalb Amontillado heißt nach Art von Montilla. Ne? Okay. Und das ist quasi der am wenigsten oxidierte Sherry. Also am wenigsten oxidierte Sherry sind natürlich die trockenen Fino und Manzanilla, was heißt genau. Und dann gibt es sozusagen die Zwischenstück Amontillado, wobei natürlich auch, also es gibt Amontillados, die waren 5-6 Jahre unter Flor und dann über 30-40 Jahre oxidativ. Ne? Wahnsinn. Der Florgeschmack geht nie ganz weg, aber es ist dann nur noch so eine leichte Information im Hintergrund. Ne? Okay. Dann gibt es natürlich die ganz oxidativ ausgebauten, die von Anfang an höher gesplittet werden, sogenannte Olorosos. Ne? Da entscheiden in der Regel schon beim Grundwein, welchen Grundwein sie wie produzieren möchten. Ob sie ihn biologisch ausbauen wollen als Fino Manzanilla, um die Chance zu haben, hinterher einen Amontillado noch draus zu machen, oder eben gleich nur oxidativ. Es gilt im Allgemeinen die Regel, dass die Weine, die etwas fülliger, etwas körperreicher, etwas weniger frisch sind, die Oloroso genommen werden. Das heißt, hier kommt dann eigentlich der Fakt der Lage beziehungsweise des Jahrgangs zum Tragen, dass man eben schaut, aus welcher Region kommen die Trauben eben ein bisschen körperreicher daher und abhängig vom Jahrgang natürlich. Also hier spielt dann schon auch die Herkunft der Trauben dann doch eine gewisse Rolle mit rein. Ne? Es gibt auch tatsächlich auch Lagen, Sherrys, die aus einer Einzellage gemacht sind. Das war früher sogar, es gibt eine ganze Menge historische bedeutende Lagen. Das ist eigentlich im 20. Jahrhundert erst sehr, sehr, sehr verloren gegangen. Heute so ein bisschen eine Renaissance dieser ganzen Geschichten, dass man die Tagos, so heißen die Lagen ja, dass man die wieder entdeckt und lagenreine Geschichten gemacht und das extern ausbaut oder eben Reserveweine davon macht, solche Geschichten. Das blüht jetzt gerade wieder so ein bisschen auf. Ja, ich glaube, die greifen halt da einfach den Trend auf, dass halt in der ganzen Weinwelt und insbesondere auch jetzt in der alten Welt der Qualitätsanspruch immer höher wird und natürlich der Lagengedanke jetzt gerade aus dem französischen und vielleicht auch aus dem deutschsprachigen Weinbaubereich natürlich verstärkt worden ist die letzten Jahre. Also es wird auf Ursprungsbezeichnungen immer mehr Wert gelegt und das ist ein Nebeneffekt vielleicht, die dann nutzen. Ja, und dann gibt es ja, also wir reden jetzt bei diesen drei Sherrys, die wir jetzt bisher beschrieben haben, Stilistiken oder vier sind es ja mit Manzanilla, aber immer noch von einer Rebsorte von Palomino Fino. Es ist immer die Rebsorte. Ne? Sind alle auch noch trocken? Eigentlich ja. Es gibt
immer ein paar, historisch gesehen, ein paar Ausnahmen. Ja. Also auch Olorosos, die leicht gesüßt sind. Mhm. Aber ganz wenig. Eigentlich sind die alle immer noch trocken. Okay. Wobei vor allem Oloroso am Gaumen etwas süßer erscheint, was mit dem Glycerin zu tun hat. Also Florhefe vernichtet neben dem Alkohol auch noch Glycerin. Mhm. Und Glycerin sorgt ja für so einen vollmundigen, runden Geschmack, so ein schönes Mundgefühl. Und das hat Oloroso eben, weil keine Florhefe drauf war. Und das erscheint dadurch auch ein bisschen süßer. Und durch die Konzentration, ein bisschen Restsüße ist ja in der Regel ein Hauch wenigstens auch noch immer drin. Mhm. Und Wein und die Florhefe vertilgt da auch wirklich alles. Da bleibt nichts mehr über. Wir reden von 0, irgendwas Gramm. Ja. Also Sherry hieß ja auch, zumindest Vino hieß ja auch immer, ist eigentlich der trockenste Wein der Welt. Ja, es gibt kaum einen Wein, der so wenig Restzucker hat wie jetzt ein Fino. Genau. Im Oloroso bleibt der Hauch Restzucker natürlich drin und durch diese Ausbauphase in den Fässern, weil auch die oxidativen Dinger werden ja immer wieder gewechselt, wenn auch langsamer, konzentriert sich das natürlich. Wasser verdunstet und es kommt immer wieder was neu drauf. Man kriegt eine extreme Aromenkonzentration. Wenn man sich jetzt diese Stilmatrix im Sherry-Bereich vorstellt, dann hat man eben zum einen auf der einen Achse die Art des Ausbaus, also sprich natürlich oder biologisch beziehungsweise oxidativ. Und auf der anderen Achse könnte man ja jetzt quasi noch den Süßegrad antragen, wo quasi die zweite Dimension in den Stilistiken sich abbildet. Weil bisher hat man, wie gesagt, ja nur von Trocknen gesprochen. Dann gibt es aber auch noch süße Weine aus dem Sherry. Ja, also es gibt ja natürlich, was Sie oder was Ihre Zuhörer wahrscheinlich am meisten kennen, sind ja die Begriffe Sherry Dry, Sherry Medium, Sherry Cream. Ne? Und gar nicht so das, was wir jetzt hatten. Da gibt es verschiedene Unterscheidungen. Es gibt eben die Vinos Generosos, das sind die Weine, die wir gerade besprochen haben. Mhm. Dann gibt es die Vino Dulce Natural, das sind natürlich süße Weine. Und dann gibt es eben diese Mischung, sag ich mal, die Vino Generoso der Likör, die dann ein wenig verschnitten werden. Das ist eben, es gibt eben neben dieser Hauptrebsorte Palomino Fino auch noch Moscatel und Pedro Ximenez. Diese Weine werden süß ausgebaut. Man erreicht da eine sehr hohe Süße in der Regel, dass die getrocknet werden auf den, nach der Ernte, so wie Strohwein so ein bisschen, ne? Auf den Feldern. Und aus diesen fast rosinenartigen Trauben macht man dann Wein, der natürlich logischerweise sehr süß ist, wegen der hohen Restsüße, das Wasser ist ja weg. Die Gärung bleibt meistens auch bei einigen Prozent schon stecken, macht aber ja nichts, weil die Weine werden da auch aufgesplittet. So, das wird einmal eben, sind die Vino Dulce Natural, so ganz doll ist mein Spanisch auch nicht. Und die kann man entweder so dann füllen oder eben zum Verschneiden für Medium oder Creams nehmen. Ja? Okay. In den guten Fällen. In den schlechten Fällen wird RTK genommen, also rektifiziertes Traubenmostkonzentrat. Okay. Das, die Sie für 7,99 irgendwo im Regal stehen sehen. Ja, das wäre jetzt auch noch eine Frage gewesen, wie wichtig der Alkohol, der zum Verschneiden verwendet wird, ist, also ob da große Qualitätsanforderungen gestellt werden, aber es ist wahrscheinlich letzten Endes eine Preisfrage des Produktes, wie man es platzieren möchte, qualitativ, welche Alkohole zum Aufspritten dann verwendet werden, weil ich habe gelesen, der Brandy, der ja eigentlich auch ein Produkt aus der Region ist, wird dafür eigentlich so gut wie nicht verwendet. Nee, überhaupt gar nicht. Also ich wüsste für keinen Fall. Also in der Regel, heute ist das wirklich nur noch ein reines önologisches Instrument, um den Alkoholgehalt und damit eben mit Flor, ohne Flor zu steuern. Es wird genau wie für die Brandy, wird Ayran verwendet aus der Mancha. Aber soweit ich weiß, über 90-prozentiges so Industriedestillat, was in kleinsten Dosen zugegeben wird. Eigentlich um gar keinen Geschmack abzugeben, um nichts zu beeinflussen geschmacklich, sondern wirklich nur um den Alkoholgehalt des Grundweins einzustellen und damit sozusagen das als önologisches Instrument. Ayran ist ja so ein Nebeneffekt, ist ja ganz witzig. Ayran ist ja die weltweit meist angebaute Rebsorte, die keiner kennt. Also Mengen spielt eine große Rolle, aber sie findet eigentlich kaum Verwendung in namhaften Weinen. Mhm. Beim letzten Urlaub bin ich allerdings drüber gestolpert, dass in Supermärkten zumindest immer mehr Ayran-Weißweine tatsächlich verkauft werden, aber da reden wir hier von Flaschenpreisen, die unter 2 Euro sich bewegen. Ja, ich habe mir noch nicht getraut, einen zu probieren. Vielleicht sollte ich es mal. Damit ähnlich wie beim Palomino ist das ja auch so, weil das aufgespittete Weine nicht mehr in sind und auch ja immer weniger Schnaps getrunken wird. Das heißt, jetzt müssen wir hin mit ihrem Zeug. Auch im der Sherry-Anbau nimmt ja nach wie vor weiter ab. Und sie finden auch immer mehr Palomino-Weißweine so, ne?
oder auch tatsächlich eine mit leichten Flora-Ausbau ohne Aufsplittung. Das ist der neue Trend vor 15 Jahren. Ein paar innovative Jungs haben damit begonnen und einige ziehen jetzt nach, ne? Weil die müssen halt irgendwie ihre Trauben natürlich verkaufen. Ne? Ein Fakt, der für Sherry aber noch spricht, dass man ihn vielleicht öfters kaufen sollte, wie man es bisher gemacht hat, ist, dass eigentlich das Qualitätsniveau im Sherry durch die jahrhundertlange Tradition und die Art und Weise der Herstellung eigentlich durchweg sehr, sehr hoch anzusehen ist und eigentlich vor dem Hintergrund der Dauer der Herstellung das Preisniveau im Vergleich mit anderen Regionen ja eher durchaus als moderat oder gering bezeichnet werden kann. Also man kriegt dafür relativ wenig Geld, eigentlich sehr, sehr große, ausgezeichnete Weine, die eher top sind. Ne? Also die Sherry-Weine, vor allem gereifte, ältere Sherry-Weine, sind die billigsten alten Weine der Welt, sage ich immer. Ja? Genau. Also wenn wir über ein VORS, das ist so ein Label, dass die dann mindestens im Durchschnitt 30 Jahre alt sein müssen, Amontillado oder Olorose reden, dann kriegen sie bei mir im Shop sowas wirklich was richtig Gutes schon für 65 Euro. Ja. Wenn man 30 Jahre alten Bordeaux sprechen, dann können sie ja Auto für verkaufen, sag ich. Ja. Ne? Und die Herstellung ist ja auch eben extrem arbeitsintensiv und da liegen ja auch Tausende von Fässern. Also es ist eine irre Menge an gebundenem Kapital. Ne? Mhm. Also dafür sind die extrem preiswert. Sherrys und Montilla-Weine, wo die ähnliche Tradition ist, die auch so alte Sachen haben, sind extremst preiswert für diese Art. Ne? Einkauf noch sagen sollte, Finus und Manzanillas, also das, was unsere Zuhörer als Sherry Dry kennen, das sind bis auf ganz wenige Ausnahmen frische, junge Weißweine, wenn man so will, die als solche auch zu trinken und zu behandeln sind. Mhm. Heißen, sie sind bis auf wenige Ausnahmen nicht besonders lagerfähig. Sie sind auch in der Flasche nicht besonders lagerfähig. Sie werden nicht besser da drin, weil das Flora richtig ist, es baut sich ab. Und wenn Sie die Pulle offen haben, dann wirklich innerhalb einiger Tage austrinken. Mhm. Also Sie kämen nie auf den Gedanken, eine Flasche Riesling aufzumachen, wenn die Oma um die Ecke kommt, ein kleines Gläschen einzuschenken, den Riesling in den Keller zu tun. Und ein halbes Jahr später kommt die Oma wieder und dann holt man Riesling wieder raus. Da weiß jeder, dass das totaler Schwachsinn ist. Aber bei Finus und Manzanillas ist es genau derselbe Frevel. Das Zeug ist nicht haltbar. Ja. Man kann es ja so herleiten, dass alle Weine, die reduktiv hergestellt sind, und das hat man ja vorhin schon erklärt, trifft er hier auch zu, also alle Weine, die unter Sauerstoffausschluss hergestellt worden sind, haben natürlich eine viel ausgeprägtere Empfindlichkeit gegenüber Sauerstoff und damit eine geöffnete, viel kürzere Haltbarkeit oder Genießbarkeit vielleicht sogar auch, wie Weine, die schon im Produktionsprozess oxidiert worden sind. Ne? So kann man es eigentlich herleiten, das stimmt tatsächlich. Aber das ist eben was bei Sherry keiner, weil alle denken immer, das ist so eine Art Likör oder sowas. Ja, ne? Und jetzt, also der Idealfall ist natürlich, in Spanien kriegen sie Finos und Manzanillas zum Essen, vor allem in San Lucar zur Fischplatte, in einer halben Flasche. Ne? Zack, auf den Tisch, zwei Personen in 0375 Flasche, das ist die ideale Menge. Dann hat man auch, wenn man nachrechnet, weniger Alkohol getrunken, als wenn man eine Flasche Riesling oder Chardonnay trinkt. Aber das ist natürlich, mit 15% ist es ja auch handelbar. Ist ja nichts anderes wie ein starker Rotwein oder was. Ja, ne? Eben. Nicht? Also das ist, genau. Und das hat, die Größen sind natürlich in Deutschland immer am schwierigsten zu kriegen. Das ist, im Supermarkt stehen ja 0,07 Flaschen, da stehen keine 0,37 Flaschen. Ja, das schafft man dann vielleicht doch nicht. Ne? Ich schaffe das schon, ne? Aber ich trinke ja auch nicht. oder man muss sich halt wirklich Freunde einladen. Man sollte auch, wenn man so eine Pulle gekauft hat, sie möglichst nicht im Supermarkt kaufen, weil du weißt nie, wie lange der Kram da steht, und deines Vertrauens kaufen und auch mal fragen, wie lange die schon im Lager ist, und wenn er keine Ahnung hat, wovon sie sprechen, dann kaufen sie da alles, aber kein Fino oder Manzanilla bitte. Ja, weil das sollte ein guter Weinhändler natürlich schon wissen, dass diese Produkte frisch, bis auf wenige Ausnahmen, es gibt immer Ausnahmen, natürlich frisch und jung getrunken werden sollen. Mhm. Aber das ist ein Dilemma in Deutschland, auf das ich jetzt im Rahmen des Podcasts schon häufiger hingewiesen habe, dass man im Lebensmitteleinzelhandel bei uns selten eine fundierte Beratung bekommt, weil die Leute in der Regel relativ wenig Ahnung haben von Wein. Und auf so eine Frage würde ich vielleicht testhalber tatsächlich mal stellen, um zu schauen, wie das Gegenüber reagiert. In meiner Erfahrung mal tatsächlich, wenn ich in ein gesterntes Restaurant mal gehe, zum Hochzeitstag oder sowas, dann stellen wir gelegentlich Frage beim trockenen Sherry, und auch dort gibt es in der Regel die Kenntnis nicht, kann ich so sagen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, dann widmen wir uns mal den beiden Weinen zu, die Sie mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben. Zwei Weine haben Sie mir zur Verfügung gestellt. Der eine ist
ein Oloroso, den werden wir aber vermutlich aus zweites probieren. Mhm. Und der erste, das erkenne ich jetzt selber gar nicht auf dem Etikett, um was es sich da handelt, aus, Manzanilla steht sogar vorne drauf. Was kann man zu dem Wein grundsätzlich sagen? Also der Goya ist von der Bodega Delgado Zuleta, eine sehr, sehr alte historische Bodega in San Lucar, ist eine Marken-Manzanilla der oberen Qualität. Also ich habe jetzt nicht so was Extravagantes geholt. Mhm. Die Solera muss in San Lucar viermal jährlich umgefüllt werden, weil die Florhefe halt so viel Alkohol vertilgt. Mhm. Weil die Bodega, die liegt ein bisschen außerhalb der Stadt, oben auf dem Hügel, da fegt immer schön der Wind lang. Und das führt dazu, dass ein starkes Florwachstum da ist. Der ist deutlich über 7 Jahre im Solera-Verfahren gereift. Deshalb, ich glaube, steht auch schon Manzanilla Passada drauf. Das ist eine beginnende Passada. Mhm. Er ist nicht mehr so ganz glasklar, sondern er wird schon ganz leicht gelblich, was aber auch damit zu tun hat, dass er nur sehr, sehr wenig filtriert ist. Sherrys für den Supermarkt werden üblicherweise kalt filtriert. Das heißt, die werden auf minus 4, 5 Grad abgekühlt. Dann fällt alles, was da irgendwie drin ist. Aber die sind natürlich auch tot und steril, ne? Das wird bei diesem hier nicht gemacht. Der wird nur leicht filtriert und in den letzten Jahren erleben auch sogenannte Enrama-Sherrys, also überhaupt nicht filtrierte Sherrys. Das ist so ähnlich, geht parallel eigentlich zur Naturweinszene, ne? Dass man einfach sagt, so wie sie im Fass sind, sollen sie auch in die Pulle rein. Wenn da was drin rumploppt, dann ist das halt so. Dann ist das halt so, ja. Gut, aber die sind am wenigsten haltbar. Die Kaltfiltration macht das Zeug natürlich haltbarer, aber es gibt natürlich jeglichen Geschmack. Der ist jetzt leicht filtriert, aber Sherrys mit Kaltfiltration bieten wir im Shop bei uns an. Ja, ich denke, das ist einfach auch wieder so ein Aspekt, wo man einfach merkt, dass Wein ein erklärungsbedürftiges Produkt ist und deswegen der Lebensmitteleinzelhandel einfach immer ein schwieriger Marktplatz ist für Wein, weil eben die meisten Kunden einen klaren Wein erwarten und der, ich möchte jetzt nicht sagen geschult, weil das immer so von oben herab klingt, aber der Kunde, der kein Hintergrundwissen hat und einen trüben Wein im Extremfall bekommt, hält es halt für einen Fehler, obwohl es vielleicht beabsichtigt war, genau den Wein so zu machen. Schauen wir uns die Rückseite vom Etikett vielleicht nochmal an. Da steht genau 15 Volumenprozent drauf. Das ist genau das, was wir eben entsprechend eingestellt wird. Genau. Und die Herkunftsbezeichnung Manzanilla, da wird eben auch drauf Wert gelegt. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, die Leute in San Lucar legen da eben auch extrem Wert drauf, sich als kleine Enklave mit der Besonderheit eben herauszustellen. Ne? Was mir noch auffällt, ist, alle Flaschen haben einen Schraubverschluss. Ist das üblich? Gibt es Weine, die mit Naturkork abgefüllt sind? Also je hochwertiger die Weine werden, umso öfter finden wir Naturkork. Oft gibt es diese kleinen Korken, diese Fresskorken mit dem Kunststoffrand oben drauf. Das ist sehr, sehr, sehr verbreitet. Finos Manzanillas, vor allem die jung getrunken werden sollen, sind fast immer schraubverschluss. Profitieren von weiterem Flaschenlager nicht. Die sind zum sofortigen Verzehr gemacht. Also es gibt welche, aber das sind wirklich so wenig. Natürlich gibt es ausgezeichnete Lagen, Finos Lagen Manzanillas, wo die dann in der Flasche leicht amontilladisieren und die da auch besser durch werden oder interessanter. Bei dieser hier, das ist jetzt ich nenne sie jetzt mal eine Marken-Manzanilla, wenn auch eine sehr gute, ist das absolut nicht der Fall. Zur Farbe, also ich würde es schon als transparent und klar bezeichnen. Es ist jetzt vielleicht nicht ganz so hundertprozentig brillant, wie man es jetzt von anderen Finos vielleicht kennt. So eine ganz leichte Stäubung würde man sich vielleicht reindenken können, aber da muss man schon, glaube ich, fast vorher darauf hingewiesen worden sein, dass man das sieht. Ja, das reicht, ne? Um es festzustellen. Ne? Das ist halt eben, die haben natürlich auch noch deutlich ältere und feinere Manzanillas, wo man es dann deutlich erkennt, wenn man die jetzt nebeneinander macht. Also der ist jetzt 6-7 Jahre, die Goya XL ist 11 Jahre, da sieht man den Unterschied dann ganz doll und wird dann auch nicht filtriert. Ne? Das wäre jetzt einfach, wenn wir die beiden nebeneinander hätten. Ist das normal? Ist das für Manzanilla typisch, dass er vielleicht in eine Nuance dunkler daherkommt? Nein, das ist eigentlich tatsächlich die etwas längere Ausbauzeit in diesem Fall. Also weil 3 Jahre ist ja Mindestausbauzeit. So einen ganz preiswerten Fino kriegen Sie auch schon mit 3-4 Jahren. Der ist eben 6-7 Jahre und eben nur ganz wenig filtriert. Das liegt eher da dran. Ja, von der Nase her, also ganz klassisch der salzige, jodische, mineralische Geschmack. Das ist eben der Aldehydton. Der ist hier auch. Er kommt mir aber im Vergleich, weil ich zufälligerweise gestern oder vorgestern die Aufnahme gemacht hatte für die
die Seminarsendung zum Sherry, habe ich den Fino, den ich dort verkostet habe, noch ganz gut in der Nase. Und hier kommt er mir schon fast nicht ganz so aufdringlich vor, vielleicht, wie jetzt bei der Flasche, die ich mir besorgt habe für meine Sendung. Ich würde aber eher sagen, es ist schon eine zurückhaltendere Eleganz auch. Also ich würde es jetzt eher als Qualitätsmerkmal beschreiben, dass er jetzt nicht so wahnsinnig übers Glas hinausbordet, sondern ja, schon... Das ist natürlich hat auch damit zu tun, eben, dass es nur wenig filtriert oder gar nicht filtriert wird. Wenn Sie die ich weiß jetzt nicht, was Sie hatten, aber oft ist es, wenn die eben kalt filtriert sind, haben Sie außer Florgeschmack überhaupt nichts mehr in der Pulle. Alles andere ist weg. Und wenn das ja. eben nicht filtriert, dann ist dieser Flor eingebunden in das Gesamtprodukt. Und das ist ja das, worauf es eigentlich drauf ankommt. Ja, das waren Emilio Lustau, Charana, glaube ich. Natürlich, ne? Also Lustau ist eigentlich ja auch eine gute, wirklich ein gutes Haus. Ne? Aber trotzdem gibt es natürlich einfach qualitative Unterschiede und das sind dann eben so Aspekte, wo es sich dann zeigt. Ansonsten, ja, ich würde sagen, getrocknete Früchte hat man auf jeden Fall auch. Die Fruchtigkeit steht hier aber einfach nicht im Vordergrund. Es geht hier definitiv um die Florhefe-Aromatik, die Salzigkeit. Ich finde, man kann sich das auch schon ganz gut am Meer eben vorstellen. Also ich finde, es hat schon so eine Meeresbrise. Ich bin zwar selten am Meer, also, aber... Das ist tatsächlich so, dass man, also es heißt ja immer, die Salzigkeit käme davon, weil San Lucar direkt an der Mündung des Guadalquivir in den Atlantik ist. Natürlich kommt die nicht direkt aus der Luft. Also wenn wir ein Fass Riesling bei uns auf die Insel stellen, ein Jahr lang ist der nicht salzig. Das ist sozusagen mittelbar bedingt durch die Florhefe, weil Florhefe eben durch das Acetaldehyd und durch das Vertilgen vor allem von Glycerin diese salzigen Noten in dem... Der Hefeton dominierend und im Mund kommt auf jeden Fall noch eine Zitrusfrische dazu, die ich jetzt bei dem Fino zum Beispiel noch gar nicht so hatte. Ja. Also auch sehr schlanker Körper. Der Alkohol ist auch bestens integriert. Aber ich finde diese Frische, wo der jetzt nochmal hat, durch diese Zitronenzesten oder so vielleicht so Limettenschalen gerieben, das ist doch leicht unterscheidet noch von dem, den ich gestern hatte. Ja, da gehe ich jetzt mal von aus. Das ist von Haus zu Haus immer auch so ein bisschen unterschiedlich. Nicht? Also das liegt einmal, wie gesagt, am Terroir der Bodega, an der Florhefe, an der wenigen Filtration hier natürlich, weil am Ende des Tages ist es halt ein Weißwein. Ne? Und natürlich hat Palomino, wenn er auch nicht so wahnsinnig ausdrucksstark ist, aber ein bisschen was ist ja auch drin, neben dem Flor. Ne? Aber er muss schon auch, es ist schon eine Rebsorte, die auch eine gewisse Säure noch mitbringt und die auch den ganzen Herstellungsprozess übersteht eigentlich. Ne? Also er wirkt schon knackig, vital, frisch eigentlich. Gutes halbes Jahr in der Flasche, diese Manzanilla. Ne? Und ich würde jetzt sagen, so noch 3-4 Monate, dann sollte er auch ausgetrunken sein. Dann beginnt er wirklich abzubauen. Von der Länge her, ich würde sagen, der ist sowas von mittellang, aber die Hefearomen bleiben am Gaumen schon haften. Von der Frucht und so weiter, die ist dann natürlich irgendwann mal weg, aber im Prinzip hat man diesen ausgeprägten, einzigartigen Hefegeschmack, ist schon das, was am längsten eigentlich im Mund erhalten bleibt. Ne? Bodega, die wissen ziemlich genau, was sie da tun. 1700 irgendwas gegründet, seitdem immer in Familienbesitz. Also sie haben schon eine Erfahrung mit diesen. Und das ist halt die Standardqualität von denen. Und von da an geht es nach oben. Aber das ist schon, also im Standardbereich ist das schon, das ist sozusagen der Gutswein, wenn Sie so wollen. Aber dann doch einer der besseren. Ne? Wo liegen wir da preislich bei der Flasche? Im Shop, glaube ich, die 075 Flasche für 10,90 €, 9,90 €. Ja, so, am Kopf habe ich es nicht. Und die nicht die 0,75, die 0,375, die kleine. Okay. Die große kostet, glaube ich, 21,90 €. Naja, aber das ist ja tatsächlich, wie wir es gerade schon gesagt haben, für die Qualität durchaus wenig Geld da. Qualität und wie ich gerade sagte, viermal im Jahr müssen diese Fässer umgefüllt werden. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, ich glaube, die haben, keine Ahnung, 6.000 Fässer in der Solera. Also können Sie sich auch vorstellen, dass die natürlich nicht übereinander gestapelt sind, sondern in verschiedenen Räumen sind und mit Pipelines verbunden sind. Aber viermal im Jahr muss umgefüllt werden. Gut, dann wenden wir uns dem zweiten Wein zu. Da steht jetzt El Maestro Sierra Jerez 1830 und es ist eben ein Oloroso, der 15 Jahre alt ist, immerhin. 15 Jahre alt, wobei das also 15 Jahre ist für ein Oloroso kein besonders hohes Alter. Geht durchaus doch deutlich weiter nach oben noch. Das ist auch jetzt, das ist sozusagen, das ist auch eine kleine Familienbodega.
Das Fest in Frauenland im Macho Andalusien, also Chefin der Frau, junior Chefin, Frau Kellermeister, eine Frau, ganz eine ganz tolle Persönlichkeit, Spieler. Und das ist sozusagen auch dort wieder der Gutswein, wenn Sie so wollen, als Oloroso. 15 Jahre oxidativ ausgebaut. Das heißt ja, also 15 Jahre ist immer das Durchschnittsalter, ne? Also Solera-Verfahren heißt das, die jüngsten Weine sind ja vielleicht 8-9 Jahre drin und die ältesten sicher über 20. Dann kommt man auf Durchschnittsalter von 15. Im Preis-Genuss-Verhältnis auch unschlagbar. Also der liegt, glaube ich, 12,90, die kleine Flasche. Also es kann jetzt kann auch 13,90 sein, ich weiß nicht, aber es geht nur um die Größenordnung. Ja, es ist schon, wenn man sich überlegt, wie lange man in diesem Fall in 15 Jahren das Zeug ausbaut, das ist ein spottbilliges Zeug. Absolut. Dann steht vorne noch drauf 19,0% Volumen Alkohol. Also das ist genau das, was wir vorher besprochen haben. Oloroso wird eben stärker aufgesprittet, dass die Florhefe eben sich nicht bilden kann, weil sie dann doch auch zu viel Alkohol ist. Wobei der ursprünglich mal auf 17 aufgesprittet war. Diese lange Ausbauzeit verdunstet das Wasser. Man kriegt diese Konzentration. Es wird ja nicht nur der Alkohol konzentriert, sondern insgesamt alle Aromen. Das heißt also, ich sage immer, man muss sich das ungefähr so vorstellen, wie wenn Sie als Koch mal eine Suppe oder eine Soße haben, die zu laff ist, dann stellen Sie die auf den Herd und kochen Sie die ein, die Konzentration wieder passt. Und so ähnlich muss man sich das hier in diesem Solera-Verfahren vorstellen. Wasser verdunstet einfach und dadurch kriegen wir eine Konzentration und oben kommt aber ja wieder neuer Wein rein und neuer Wein und so weiter. Mhm. Das Fass hat dann natürlich, vor allem wenn es je älter es wird, eine immense Aromenkonzentration. Es steigt halt alles, es steigt der Rest Zucker, der noch drin ist, das ganz kleine bisschen, was drin ist, es steigt auch die Säure, die wir hier prägnanter haben in der Regel, als bei Finus und Manzanillas, weil eben keine Florhefe drauf war. Mhm. Ist eben auch der Alkoholgehalt. Ne? Ist eben tatsächlich ein konzentriertes Getränk. Okay. Von der Farbe her ist es natürlich jetzt was ganz anderes. Ich würde es jetzt vielleicht als ein Mahagoni-Braun bezeichnen, mit orangenen Reflexen, vielleicht sogar so leichten Grünstich. Ich kann es aber auch an meinen Lichtverhältnissen liegen. Im Randbereich hat es so eine leichte grünliche Note. Auf jeden Fall sieht man schon auch farblich den krassen Unterschied von dem hellen Strohgelb, von dem Finus Manzanillas und hier zu diesem bräunlich rötlichen Farbton. Wobei einfach. Wir reden immer noch von derselben Rebsorte, ne? Genau, also der Unterschied ist dann eigentlich nur der Sauerstoffkontakt bzw. die Oxidation. Genau. Also der ist quasi verrostet, sage ich immer, ja. Mhm. Und etwas war halt der Grundwein etwas fülliger schon und dann werden da die Olorosos draus gemacht und die werden natürlich nicht so oft in der Solera umgefüllt, weil es gibt ja keine Notwendigkeit, den Flor am Leben zu erhalten, aber eben trotzdem tatsächlich immer wieder. Also es heißt so schön, die jüngeren Weine frischen die Alten auf und die Alten geben ihre komplexen Aromen an die Jungen weiter. Manch einer könnte jetzt denken, wie man es jetzt aus dem normalen Ausbau kennt von Weißweinen, dass die Fässer auch Aromen und Farbe auch abgeben. Ich glaube, das können wir aber hier durch die Dauer des Holzfasseinsatzes eigentlich vernachlässigen. Die Fässer dürften jetzt eben dann nur noch minimal Farbe ab und in der Regel, ich glaube, es gibt nur eine Ausnahme, normalerweise werden nur gebrauchte Fässer benutzt, weil eben man diese Gerbsäure auch nicht drin haben. Also erstmal Gerbsäure tötet Flor, da wollen wir es so nicht drin haben. Das heißt, die Weinfässer, wenn denn mal Neues eingebaut wird, ein paar Jahre, so erstmal für was anderes benutzt. Und man will auch diese Eichenholz-Gerbsäure-Aromen, gerade weil es alles amerikanische Eiche ist, das hat historische Gründe, die will man da gar nicht drin haben. Diese leichten Vanillenoten kommen manchmal trotzdem natürlich noch aus dem Holzfass, das ist klar. Aber das ist alles eher im Randbereich. Ja. Die Aromen, die da entstehen, sind schon tatsächlich mindestens zu 50% auf die Oxidation zurückzuführen. Mhm, genau. Von der Nase, also deutlich fruchtiger. Ich würde sagen, hier hat man jetzt feige Datteln, auch eher getrocknete Früchte. Vielleicht ein bisschen den nussigen Ton. So auch hier wieder grüne Walnuss, bilde ich mir da ein. Auf jeden Fall fruchtiger und er wirkt auch schon in der Nase korpulenter. Ne? Das ist jetzt nicht mehr der ganz messerscharfe, geradlinige Stil, sondern hier ist auf jeden Fall schon mehr Wuchtigkeit, mehr Körper, natürlich auch mehr Alkohol, aber auch die Viskosität ist schon eine andere. Ne? Die ist auf jeden Fall dickflüssiger. Das liegt jetzt auch an den Nebenprodukten von der Verstoffwechslung der Gärung, schätze ich mal. Ja, natürlich.
ist es eben auch Glycerin noch drin, das eben ja ein Alkoholnebenprodukt ist, bei den Kunden. Das ist eben bei Finus und Manzanillas eben raus, ne? Weil die Chlorhefe eben das Glycerin auch komplett abarbeitet. Vom Geschmack her, also es ist extrem intensiv von den Aromen her. Das bestätigt das, was Sie jetzt gerade gesagt hatten, dass alles aufkonzentriert ist. Mhm. Also es ist echt eine Wucht, was da an Aromen auf einen zukommt. Und auch der Wandel im Mund, finde ich, macht den Wein extrem spannend. Also am Anfang kommt natürlich diese getrockneten Früchte nochmal rein, aber je länger man ihn im Mund hat, desto mehr zieht er an. Man hat fast das Gefühl, hier sind noch ein paar Gerbstoffe auch irgendwie eingeschlossen. So ein Grip gibt es bei mir auf der Zunge. Das ist interessant. Woran liegt das? Was ist das? Ich denke, das sind die Gerbstoffe aus den Trauben und den Kernen. Vielleicht ein ganz kleiner Hauch von den Fässern noch, aber das kann nicht mehr so wahnsinnig sein. Und das ist auch wahrscheinlich diese enorme Konzentration der Aromen. Ja, der Alkohol, 19% steht auf der Flasche, aber der ist auch hier wieder bestens integriert. Also man kriegt davon so gut wie gar nichts mit. Also das ist fast gefährlich, würde ich sagen, weil der Wein schon eine gewisse Trinkfreude bereitet. Ne? Kunst eines großen Sherrys, die richtig, richtig guten Bodegas, die kleinen Familienbodegas, aber von mir aus auch gute, große, die wissen genau, was sie da machen und dann haben sie nicht das Gefühl, dass sie Sprit trinken. Ne? Haben Sie ihn ein bisschen eingekühlt oder wie? Der ist aus dem Kühlschrank jetzt, ja. Also der war jetzt schon eine Zeit lang draußen, das ganze Gespräch vorhin schon. Das heißt, was werden, also bei dem anderen stand hinten drauf 10 bis 12 Grad perfekte Trinktemperatur. Ja. Wie ist es beim Oloroso? Die haben jetzt hier nichts hinten drauf geschrieben. Was kälter, so bei dem im Weißweinschrank bei 7 Grad. Und den Oloroso habe ich eigentlich immer im Rotweinschrank, so bei 16, 17 Grad. Okay. Weil wenn es zu warm ist, dann schmeckt man doch den Alkohol auch. Auch wenn er gut gemacht ist. Irgendwann, sag mal, alles, was über 20 Grad gibt, wird dann doch ein bisschen gefährlich. Der ist wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen unter 15, 16 Grad, aber das ist ja auch das Spannende bei solchen Weinen, wie die sich dann eben im Glas auch entwickeln, abhängig von der Temperatur, zeigen die dann nochmal eine ganz, ganz andere Seite. Ich jetzt sehr spannend finde, ist, ich hatte ja gestern einen Cream Oloroso für die Aufnahme verkostet. Der hat mir ganz gut gefallen, weil ich fand, dass diese Süße eigentlich diese Salzigkeit und dieses Herbe, was jetzt auch der Oloroso mitbringt, eigentlich ganz gut ergänzt. Aber ich finde auch aus trockener Stil kann er Freude bereiten. Ich kann mir nur vorstellen, es sind ja eh beides extreme Weine im Sinne von Geschmacksintensität und auch ein Alleinstellungsmerkmal, allein schon die Florhefe beim Fino, aber auch hier ein sehr ungewöhnlicher Geschmack. Ich kann mir vorstellen, dass ein Cream Oloroso vielleicht dem mehr Leuten sogar Spaß macht, weil natürlich der Zucker den Wein insgesamt gefälliger erscheinen lässt. Ja, das kann ich auch so sagen hier im Shop bei einem Cream oder Medium, wenn sie gut gemacht sind. Es gibt ja durchaus gute, sind zumindest als Einsteigerdroge immer anbelegt. Das ist bei normalen Weinen ja auch so, dass der Trend bei Rieslingen, wie wir es eingangs schon hatten, geht der Trend natürlich schon stark dazu, immer mehr Restzucker drin zu lassen. Zwar schon alles noch im trockenen Bereich. Im Englischen sagt man ja dazu mehr dann so off-dry, also irgendwas 4-5 Gramm Restzucker. Aber das ist oft das, gerade im Riesling- oder Silvaner-Bereich, wo so die Säurespitze ein bisschen abgestumpft wird, was den meisten Leuten dann zusagt und den Wein halt für mehrere einfach gefälliger erscheinen lässt, ne? Ja, so ähnlich kann man das hier auch adaptieren, auch wenn es völlig andere Weine sind. Aber das ist so, je länger die Leute sich damit beschäftigen, umso eher tauchen sie dann auch schon mal in diese extreme Welt ein. Ne? Wie ist es denn mit der Haltbarkeit von Oloroso, wenn der mal auf ist? Hat es der genauso eilig, getrunken zu werden? Oder hält der noch ein paar Tage länger durch, wenn man vielleicht abpumpt? Bei Amontillado und Oloroso kommt es auch natürlich immer ein bisschen auf das Alter an und auf die Qualität. Ja. Also diese Weine jetzt hier, das ist ja auch wieder so eine Art Gutsweinqualität. Bei Maestro Serra würde ich sagen, einige Monate. Ja, bei Madeira ist es ja genauso. Ich glaube, den kann man auch, soll man sogar ja auch stehend lagern, weil er eben schon zu Ende oxidiert ist. Da passiert so gut wie nichts mehr in der Flasche dann. Ja, das macht man hier auch stehend lagern, auch unter anderem wegen dem hohen Alkoholgehalt, weil dann schon mal, wenn sie so an die 19-20% gehen, auch schon mal der Alkohol den Korken zerbröselt, wenn Korken drin sind. Aber manchmal sind Korken drin, ne?
Das macht man aber dann eher bei den halt bei den Top-Produkten beziehungsweise ja. bei den gereiften dann, ne? Mhm, genau. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen, übersehen, Herr Rechtenwald? Nee, ich glaube, wir haben eigentlich, also wir könnten ja noch 3 Stunden weiterreden, aber ich sag mal so, als Grundkenntnis und so weiter, als Fundament haben wir, glaube ich, schon alles drin, was man jetzt so hat, was wir jetzt so brauchen. Das heißt, die beiden Weine würde man gegebenenfalls auch bei Ihnen im Shop dann logischerweise kaufen können. Ja. Wenn einer das Nachempfinden nachvollziehen möchte, dass er die sich bei Ihnen bestellt, das ist ohne, also einfach auf dem Online-Shop wahrscheinlich stehen die Weine dann dort auch zur Verfügung dann, ne? Genau. Gut, dann bedanke ich mich nochmal für die Weinspende. Hat mich gefreut, dass wir es hinbekommen haben. Und Schwierigkeiten hatte der noch gekriegt. Genau, und wenn Leute nochmal Fragen haben, ich denke, der eine oder andere wird sich vielleicht dann auch an Sie direkt wenden. Die Verlinkung Ihres Shops findet dann eben auch in den Shownotes statt, sodass die Leute dann auch es leicht haben, Sie zu finden. Und wer Lust hat, der kann sich wahrscheinlich dann auch bei Ihnen per E-Mail melden mit irgendwelchen Experten oder Fachfragen nochmal. Ja, genau. Und auf der Homepage vom Sherry Shop EU finden Sie auch so eine Wissensseite. Alles nochmal deutlich vertieft, was wir hier besprochen haben. Und man kann alles nachschlagen und alles nach. Alles klar. Super. Danke, Herr Rechtenwald. So, dann sind wir mit dem Interview auch schon wieder am Ende. Ich hoffe sehr, dass euch die durchwachsene Audioqualität nicht allzu sehr gestört hat und ihr das Thema trotzdem interessant fandet und noch was dazugelernt habt. Damit kommen wir ja auch quasi zum Abschluss des Jahres 2019. Wir starten ja dann am 11. Januar ins neue Jahr und ich möchte dort eben, wie auch schon angekündigt, einen ganz neuen Themenblock aufmachen. Und zwar werden wir uns dann für eine gewisse Zeit erstmal mit normalen Weinen beschäftigen. Ich bedanke mich schon mal sehr für eure Ausdauer, dass ihr jetzt über ein halbes Jahr euch nur mit Süßweinen und Sherrys und Madeiras etc. beschäftigen musstet. Aber das gehört einfach meiner Meinung nach zur Abrundung des Themas Wein dazu. Jetzt habt ihr einen ganz guten Überblick über die Weinwelt, welche Stile es gibt. Und nächstes Jahr starten wir dann mit einer Themenreihe, wo ich mich mit den Stellschrauben in der Weinherstellung beschäftigen möchte. Und wir fangen an am 11. Januar mit Folge 20 in 2020, wenn das mal kein gutes Omen ist. Und dort werden wir uns mit einem der wichtigsten Buzzwords aus der Weinwelt beschäftigen, nämlich mit dem Wort Terroir. Ich bin ja ganz froh, dass Michael Rechtenwald schon im Interview das Wort Terroir hat fallen lassen. Dort hat er sich ja darauf bezogen, dass Terroir bei den Sherry-Herstellern so verstanden wird, dass es sich um den Herstellungsprozess bzw. um die Tradition vor Ort dreht. Wir greifen den Begriff Terroir nochmal auf und konzentrieren uns dann im neuen Jahr in Folge 20 mit dem Bodenbegriff von Terroir. Terroir ist, gehe ich aber dann in der nächsten Folge noch drauf ein, umfasst er relativ viel. Und beim nächsten Mal konzentrieren wir uns dann auf den Boden. Und hierzu probieren wir 3 Rieslinge von dem namhaften Weingut Tesch vom Weinanbaugebiet Nahe. Und zwar habe ich mir folgende 3 Weine besorgt. Das sind alles 3 Rieslinge aus demselben Jahrgang. 2015 habe ich gekauft. Und zwar einmal den Königsschild, einmal den Kartäuser und einmal den St. Remigiusberg. Der Sinn und Zweck ist, dass wir versuchen herauszuschmecken, wie der Boden den Geschmack des Weines beeinflusst. Deswegen haben wir alle Variablen festgehalten. Der einzige Unterschied der Weine ist der Boden, auf dem er gewachsen ist. Wenn ihr keine Weine vom Tesch bekommt, dann ist es so gesehen auch kein Problem. Schaut vielleicht auf seiner Seite schon mal nach, welche Böden die einzelnen Weine haben. Und ihr könnt euch natürlich auch vergleichbare Weine von anderen Herstellern besorgen, die in ähnlichen Sortenvielfalt an Rieslingen bieten.
und dann könnt ihr das auch nachvollziehen. Zur Not würde auch Silvaner gehen, aber Riesling ist, was die Interpretation des Widerspiegelns des Bodens angeht, eigentlich am besten dafür geeignet. Also nochmal kurz und knapp, wir brauchen 3 Rieslinge aus demselben Jahrgang, vom selben Hersteller, von derselben Region und der einzige Unterschied sollte sein, dass der Boden nur unterschiedlich ist. Gut, dann soll es das für dieses Jahr gewesen sein von meiner Seite aus. Ich wünsche euch auf jeden Fall frohe Weihnachten, solltet ihr diese Episode noch vor dem Heiligen Abend hören. Selbstverständlich einen guten Rutsch, am besten begleitet durch vorzügliche und leckere Weine und Champagner. Und dann freue ich mich wieder von euch zu hören am 11. Januar 2020 mit den 3 spannenden Rieslingen von Herrn Tesch. Und das wird auch die erste Verkostung sein, die ich mit jemandem zusammen mache, sodass das dann auch quasi eine Art Interview wird und wir die Weine zu zweit probieren werden. Danke fürs Zuhören für dieses Jahr. Ich wünsche euch alles Gute und vor allem leckere Weine. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.